Ja, seid gegrüßt, liebe Filmfreunde, Filmsammler und Filmfreaks und herzlich willkommen zu einem weiteren Overview von mir. Heute möchte ich euch meine kleine, aber feine Steve McQueen Filmsammlung vorstellen. Es befinden sich leider noch nicht allzu viele Filme von ihm in meiner Sammlung. Da ich aber großer Steve McQueen Fan bin, ist es, denke ich mal, auch Pflichtprogramm, dass ich mir die jeweiligen Titel, die sich halt noch nicht in meiner Sammlung befinden, in naher Zukunft denn nach und nach in die Sammlung auch holen werde. Ich kann euch jetzt nur noch viel Spaß mit dem folgenden Video wünschen und fange auch gleich an mit einer Box, und zwar hier mit der Steve McQueen Collection Box in einer schönen alten Auflage, wie ich finde. Das Ganze ist hier auch noch OVP, wie ihr hier vielleicht unten sehen könnt. Diese Box kommt mit 6 Titeln. Ich werde euch die jeweiligen Titel, die sich hier auch drin befinden, jetzt mal nennen. Das ist Bullet, dann Getaway, ein absoluter Klassiker, wie ich finde, und auch einer meiner Lieblingsfilme mit ihm. Dann als nächstes Cincinnati Kid, Wenn das Blut kocht, Ich, Tom Horn und zu guter Letzt Flammendes Inferno. Ist wirklich eine richtig schicke Box hier in der alten Auflage. Ist auch mittlerweile ziemlich schwer zu bekommen, zumindest hier in dieser alten Auflage, wo der Flatschen hier noch unten mit drauf ist. Dann als nächstes der große St. Louis Bankraub. Diesen Film kenne ich leider noch nicht mit ihm, muss ich mir dann definitiv auch noch angucken. Dann Thomas Crowe ist nicht zu fassen. Dann als nächstes Jeder Kopf hat seinen Preis. Das war ja leider sein letzter Film gewesen. Dieser ist hier von 1979 und ist 1980 denn erschienen. Und am 7. November 1980 ist Steve McQueen dann leider an einem Krebsleiden verstorben. Und wie ich finde, auch viel zu früh verstorben. Ist auf alle Fälle ein sehr großer Schauspieler des 20. Jahrhunderts gewesen und hat auch definitiv das Filmgenre geprägt, wie ich finde. Also seine Filme sind auf alle Fälle sehr große Klassiker. Dann als nächstes kommen wir zu einem Klassiker auch, und zwar hier Gesprengte Ketten. Dürfte, denke ich mal, auch der eine oder andere von euch kennen. Ist ja auch nach einer wahren Begebenheit hier. Dann als nächstes kommen wir zu einem weiteren Kriegsfilm mit ihm, und zwar hier Hell is for Heroes, die ins Gras beißen. Dieser Film wird auch nochmal in meinem November-Update vorkommen, da ich mir diesen hier jetzt im November neu zugelegt hatte. Und dann nochmal ein Kriegsfilm hier, und zwar Kanonenboot am Yangtze-Kiang. Dann kommen wir wieder zu einem absoluten Klassiker und auch einer der besten Filme mit Steve McQueen hier in Papillon. Jetzt ist ja ein Remake erschienen. Ob ich mir das angucke, steht allerdings noch in den Sternen. Ich gehe davon mal aus, also mit Sicherheit, dass dieses Remake nicht an dieses Original hier herankommt. Und ich denke mal, dass die Mehrheit von euch das genauso sieht. Dann als nächstes kommen wir zu einem Western, und zwar hier Junior Bonner. Dann kommen wir wieder zu einem Western-Klassiker und auch einer meiner Lieblings-Western mit Steve McQueen, hier Nevada Smith. Und wer auch auf Western-Filme steht oder auch Western-Fan ist, sollte sich diesen Film mal hier angucken, sofern er diesen noch nicht kennt. Ist wirklich ein absoluter Klassiker und macht auch richtig Spaß hier, den mehrmals zu gucken. Ich muss mir den jetzt auch mal wieder angucken, deswegen habe ich den jetzt auch noch nicht in eine Hülle gepackt. Dann kommen wir zu einem weiteren Klassiker, und zwar hier das Original Blob, Schrecken ohne Namen. Dann kommen wir mal zu einer Komödie mit ihm. Ein Soldat steht im Regen. Hier in einer weiteren Hauptrolle Jackie Gleason. Ist ja dem einen oder anderen, denke ich mal, auch bekannt aus der Bandit-Reihe mit Burt Reynolds. Und zu guter Letzt, um dieses kleine Overview abzuschließen,
Hier der letzte Titel für heute, Der Gauner. So, meine lieben Filmfreunde, Filmsammler und Filmfreaks, das soll es auch gewesen sein. Das war mein kleines Overview von meiner Steve McQueen Filmsammlung. Vielleicht hat es euch ja Spaß gemacht und der eine oder andere Titel hat vielleicht sogar euer Interesse geweckt, den ihr vielleicht auch noch nicht kennt. Ich kann euch jetzt nur noch eine schöne Woche wünschen. Das nächste Video wird jetzt, denke ich mal, am Sonntag kommen. Da werde ich euch meine Neuzugänge vom November vorstellen. Seid auf alle Fälle schon mal gespannt. Sind auf alle Fälle wieder einige Klassiker und auch Raritäten darunter. Dann kann ich euch, wie gesagt, jetzt nur noch eine schöne Restwoche wünschen. Bleibt gesund, passt auf euch auf, euer Filmpate. Ciao, ciao.